Liebe Fans, wir danken euch herzlich. In dieser Runde haben wir etwas vermisst, wenn auch schmerzlich. Nichtsdestotrotz ist der Köbel daheim. Das Zürich Vierte geht nicht mehr allein! Zusammen, da ist der Marco Strello. Fertig ist, BGC wäre nach 20 Sekunden fertig und die 350 gehen heim. Und ich muss dir noch sagen, ein Kompliment aus der Stadt Zürich, du hast auf jeden Fall den geilsten Siegestanz drauf gehabt. Ehrlich? Ehrlich? Ja, aber normalerweise brauche ich mehr Alkohol zum Tanzen. Also das wird auch schrecklich aussehen. Okay, wie geht es jetzt weiter? Jetzt sind wir einmal in der Kabine und genießen das. Es ist auch wichtig, dass wir mit dir zusammen das erreicht haben, dass wir ein bisschen runterfahren können. Wir zwar nicht viel runtergefahren werden, sondern viel gefeiert, aber dieser Moment für uns ist auch immer wichtig und das ist schön. Und dann nachher gehen wir in die Stadt mit unseren geilen Fans feiern und da kann man nie genug kriegen. Ich glaube, das muss man sich auch immer bewusst sein, was wir alle hier zusammen erleben dürfen. Wir haben eine harte Saison gehabt, ihr habt eine harte Saison gehabt. Wir haben zusammen über 60 Matches gehabt, wo die gesungen haben und wir geshootet haben. Mehr oder weniger geshootet, am Schluss nicht mehr so geshootet, aber ihr habt gesungen und das ist etwas Grossartiges. Und darum nochmal für alle, bis nach Genf, Zürich, weiss auch nicht wohnen. Glaube nicht an Geister. Der FCB ist Schweizer Meister. Glaube nicht an Geister. Der FCB ist Schweizer Meister. Und jetzt kommt ein Krieger, Weltklasse Verteidiger mit der Nummer 6, Alexander! Der Alexander Dragovic verteilt seine Liebling, hoffentlich kein schlechtes Omen. Er ist ja auch gejagt von den deutschen Topclubs. Aber in so einem Moment hofft man natürlich, dass er eine weitere Saison beim FC Basel anhängt. Alexander Dragovic. Warum verteilst du deine Trikots? Du bleibst noch ein Jahr. Hey, du musst hier bleiben. Du musst hier bleiben. Du musst nicht die Trikots verteilen. Hey, zum Abschluss mal schnell. Wir sehen uns alle am Sonntag wieder, aber wirklich aus dem tiefsten Herz. Ich habe unglaublichen Respekt, dass ihr alle noch da sind in dieser Zeit. Es geht auch meinen Mitspielern so, hey. Ich liebe euch, danke schön vielmals, hey. Schönen Abend. Liebe euch, danke schön. Und jedes Mal, wenn ich in den Stadion reinlaufe und euch sehe vor dem Spiel, läuft es mir kalt den Rücken runter. Und es ist etwas, was ich sicher nächstes extrem wird vermissen. Die Nähe zu euch auch auf dem Feld, die ich hatte. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Die haben mich immer den Rücken gestärkt, auch in schwierigeren Phasen, die ich hatte. Und,
Das werde ich euch nie vergessen und ich freue mich, wenn wir dann, wie das auf dem Plakat geschrieben haben, mal Schultern und Schultern die Match zusammenkommen. Alex Way, am Mittwoch spielt gegen den FC Bayern München. Es kommt jetzt nicht, der Fokus ist auf das Spiel gerichtet. Was ist die Bedeutung für den FC Basel und für euch als Spieler und für den ganzen Club von diesen zwei Spielen, die jetzt auf der FCB suchen? Gut, es ist einfach, ich spüre eine ungemeine Vorfreude. Dass das erste Mal so in dieser Konstellation ist für den FC Basel, dass du ein Achtelfinale in der Champions League spielst, ist, wie soll ich sagen, für uns einfach ein Zusatz für unsere Kernaufgabe, ist absolut in der Meisterschaft. Und die Spiele gegen Bayern sind Bonus. Wir werden einen Plan haben, wir werden uns super vorbereiten und dann alles in die Waagschale werfen und dann sieht man, was dabei rausschaut. Aber die Fans können sicher darauf gehen, dass wir alles geben werden und Bayern München auch ein bisschen ärgern. Dass das nicht einfach so ein Spaziergang wird für sie, wie sie schon gesagt haben bei der Auslosung, dass das bestmögliche Los gewesen sei. Können machen. Und darum wollte ich die Chance nutzen und nochmal allen zeigen, mit dem Publikum hier in Basel, dass eben der FC Basel Schweizer Meister muss sein und nicht der FC Zürich.